Dieses Jahr haben wir Probleme, Arbeitskräfte zu bekommen. Ich habe noch keine Lösung dafür. Ich kann nur den Job anbieten. Ich will nicht erst Leute ausbilden müssen. Trotzdem ist eine schlechte Wirtschaft gut für uns, weil die Spritpreise niedrig sind. Je mehr Krisen es gibt, desto höher ist der Goldpreis. Der Großteil von Parkers Leuten arbeitet auf dem gelobten Landabschnitt und hilft Tyson Lee, Slucifer erneut umzusetzen. Das Umsetzen mag niemand. Es ist stressig. Auf dem letzten Abschnitt legen sich Parkers Topkräfte Mitch Blaschke und Brennan Road ins Zeug. Sie müssen Big Red mit einer abgespeckten Mannschaft am Laufen halten. Du kommst in Verzug. Es ist brutal hier. Ich gebe mein Bestes. Dann arbeite für zwei. Brennan erschließt Boden mit dem Dozer, während Mitch einen Schürfgutvorrat für die Anlage anhäuft. Ich schütte das Zeug schneller auf, als du es ranschaffst. Schon gut. Trey bringt das Schürfgut zu Big Red. Die Anlage frisst 140 Kubikmeter pro Stunde. Parker sagt, das Wichtigste ist, die Anlage am Laufen zu halten. Brennan und ich konzentrieren uns darauf. Aber niemand hilft, neuen Boden zu erschließen. So geht's nicht. Mehr kriegen wir im Moment wohl nicht. Ohne vollständiges Team, letzte Fuhre, gibt es nicht genug Materialnachschub für die Waschanlage. Bleibt nur, sie abzuschalten. Es ist frustrierend. Jetzt ist Hochsaison. Die Anlage müsste rund um die Uhr laufen. Aber so steht es nun mal. Wir müssen Hilfe auftreiben. Alle hier sind schon überlastet. Ich rede mit dem Boss. Wir mussten Big Red abschalten. Wir haben nicht genug Leute. Zurzeit muss jeder erst die Quarantäne absitzen. Aber je eher sie damit anfangen, desto besser. Ja, aber jemand ohne Erfahrung ist fast schlimmer als gar keiner. Mir egal, wie viel Erfahrung jemand hat. Wir lernen sie an. Ich kümmere mich so schnell ich kann. Auf dem letzten Abschnitt ist Big Red wieder in Betrieb. Baggerfahrerin Monique Stone häuft Schürfgut an. Ich stelle mich jeder Aufgabe. Ich liebe das. Neuling Tatjana Costa stammt aus Portugal und soll den Radlader fahren. Doch sie hat noch nie eine Waschanlage befüllt. Meine erste Schürfsaison. Alles ist neu für mich. Die Maschinen und wie man sie bedient. Jeden Tag lerne ich dazu. Sie macht sich. Stressig. Steuer ein bisschen mehr nach links. Jetzt vorsichtig einfüllen. Nach vorn und dabei hochheben, ohne zu rucken. Gut, eingefüllt, ohne was kaputt zu machen. Für mich als Mechaniker und Vorarbeiter ist es schwer, die Waschanlage jemand Neuem anzuvertrauen. Ich will nicht, dass was passiert. Aber man lernt nur, wenn man es ausprobieren darf. Kippen, zurücksetzen und nächste Fuhre. Du bist nicht an den Trichter gestoßen. Toll! Warte mal.
Das ist die Fernbedienung für den Siebrost. Ich besorge Schürfgut. Wenn was ist, nimm das Funkgerät. Dann mal sehen. Gib mein Bestes. Du machst es gut. Ich springe in den Bagger und beschaffe Material. Mitch muss neues Schürfgut ausgraben, damit der Ablauf nicht ins Stocken gerät. Dieses Jahr hinken wir hinterher und wollen Zeit aufholen. Alles soll schnell gehen. Das macht es für Neue schwer. Aber sie kriegen eine Chance. Und dann mal sehen. Mist. Du musst auch auf deine Umgebung achten und vorsichtig sein. Tut mir leid. Schon gut. Ein Auto wäre jetzt zerbeult. Sei vorsichtig. Parker hat uns neue Leute besorgt, aber sie haben keine Erfahrung. Das macht es schwer. Ich hoffe, dass Parkers Entscheidungen nicht den ganzen Betrieb zum Stillstand bringen. Am Scribner Creek ist das Team gespannt, wie viel Gold mit den beiden Neulingen gewonnen wurde. What's up, Dumit? Hey, Mitch. Wie war deine Woche? Es war schwer, Leute zu finden, die in den Klondike dürfen, über etliche Grenzen hinweg. Und der Yukon hat noch einige Beschränkungen. Obwohl ihr eine Schicht verloren habt, hatte Big Red eine gute Woche. Echt? Die große Kanne? Bisher hat das Team rund 200 Unzen pro Woche produziert. 100, 130, 220, 270, 280. Keep it going. 340. Im Ernst? Aber klar. 356,65. Wow. That's unreal. Good job, Parker. Eine halbe Million. Das ist gut. Der letzte Abschnitt bringt es. Wir sind auf eine Ader gestoßen. Das ist viel. Schlusssiefer war auch gut. 272,95. Wir haben mehr. Yeah, that's awesome. So, das macht 629,5 Unzen die Woche und 2303 insgesamt. Nicht schlecht.